Willkommen zur Mod-Vorstellung. Ich stelle euch heute eine Seilwinde vor. Die ist ursprünglich für den Landwirtschaftssimulator 2011. Ich habe sie umgewandelt. Jetzt geht sie bei mir im 13er. Und ja, jetzt zeige ich euch, was die kann. Das ist sie. Hier ist eine Bedienungsanleitung, wird aber auch im Numpad dann angezeigt. Seil ist ausziehbar und die ist sehr nützlich, wenn im Multiplayer-Spiel mal wieder irgendwelche Vollidioten Fahrzeuge ins Wasser fahren, die dann nicht mehr rausgehen. Ich habe jetzt hier eine Map gewählt. Da kann ich unter Wasser fahren, da ist es egal, aber zum Zeigen, da geht es jetzt hier auch. Seilwinde kommen so weit raus, das zeige ich euch jetzt einfach. Numpad-Taste 9. Fährt man das Seil raus, Taste 6 wieder rein, Numpad Nummer 4 und 7 kann man Oberlenker senken und heben, also ein- und ausfahren. Ja, dann bergen wir mal die Fahrzeuge. Es dauert zwar immer ein bisschen, bis das Seil angekommen ist. Man kann es auch in verschiedene Richtungen drehen. Links, rechts. Je nachdem, wo das Fahrzeug steht. Aber dazu muss der Haken am Boden aufliegen, damit man es drehen kann. Ansonsten geht das nicht. Ja. Fangen wir mit dem Vent an. Seil so weit raus, bis wir vor dem Vent stehen. Dann Numpad-Taste 2 drücken, dann koppelt sich das Seil an. Wird hier irgendwie so eingehängt. Dann kann man entweder es per Seilwinde rausziehen, indem man das Seil einzieht, oder man fährt einfach mit dem Traktor weg. Braucht man allerdings ein schweres Frontgewicht. Ansonsten geht es nicht. Dann kann man wieder Numpad-Taste 2 drücken. Erstmal die Seilwinde. So, koppelt sich Seil wieder auf. Kann man es einziehen. So, jetzt noch zum Hänger. Erstmal Seil ausrichten. Wieder ausfahren. So. Maximalweite vom Seil ist erreicht. Ich finde, das ist ein ganz schönes Stück.
Schön wäre es auch, wenn man Forstbäume anhängen könnte vom Forstmod. Aber es geht mit der leider nicht. Dann wieder F, Taste 2 drücken. Dann kann man rausziehen. Macht das jetzt hier mit der Seilwinde. Das dauert ein bisschen bei dem fetten Hänger. Aber man sieht, es funktioniert. Das finde ich für Multiplayer-Spiele sehr nützlich. Dreht sich auf. So. Linke aus. Schon ist das Fahrzeug gerettet. Wie schon gesagt, ich habe sie aufs Landwirtschaftssimulator 2013 konvertiert. So, jetzt ist hier mal wieder ruhig. Da wird auch noch ein Video kommen, wie man Geräte und Fahrzeuge umkonvertiert, damit sie im 13er gehen. Es geht aber nicht mit allen Fahrzeugen oder Geräten, sondern nur mit den einfachen Geräten. Weil ich habe schon versucht, einen Harvester fürs 13er hinzubekommen. Hat leider nicht funktioniert. Und jetzt habe ich es halt mit was Kleinerem gemacht. Kaufpreis beträgt 1298. Ich finde, das ist in Ordnung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und den Link zur Seite werde ich verlinken. Und ja, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.